Sieht eigentlich alles gut aus. So, wo sind wir hier? Beartooth Pass, Thoroughfare, okay. Ich mal eben kurz ein bisschen umschauen. Was haben wir da? Oh. Das sieht aber auch nicht mehr gut aus. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area. I do believe, the comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. Ah, okay. Ja, das kriegen wir. Dann laufen wir da mal lang. So, hepp. Einmal da drüber. Ist das schön hier, ey. Nicht hier lang. So, sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Ich guck mal eben schon mal. Also bis da sieht es okay aus. Wir gehen mal. Aber da trotzdem rüber natürlich. Wie soll das ja ablaufen, hat sie gesagt. Ganz schön einsam hier, oder? Ich höre ein Raschel. Ist aber nur in den Büschen, oder? Was ist das da? Ich höre so ein Geraschel auf der linken Seite gerade. Wir gehen mal einfach. Lalala. Lalala. Hübsch. Mir gefällt das hier. Könnte auch stundenlang einfach nur spazieren gehen. Wäre okay. Hier richtig. Was ist das da? Was? Feuerwachturm, Thoroughfare, Leitersturm. Hä? Wo denn? Zu mich sehen? Hey, I can see your tower. Suppose that means you can see me. Yeah, well enough. Ach so, ist alles okay. Kann ich da hoch? Ist das wieder so eine Kiste? Ich glaube ja, oder? Da komme ich nicht lang, oder? Guck mal eben, ob ich da hochkomme. Geh mal eben hier rum. So, müsste doch hier. Da. Da haben wir es. So, darf ich mal aufmachen? 1, 2, 3, 4. Sehr praktisch. Blümchen wachsen da durch oder wie? Was Brett nehmen? Aha. So mal eben fallen. 6 Meter unter Australiens Erde. Aha, okay. 6 feet down under. Detective Nigel plus Neil Black. Told himself he'd never visit Australia, but when a grisly murder in South City leads all the way to Sydney, Black is determined to make the killer seek date justice. Okay, das ist zwar interessant. Ja, einfach mal wegschmeißen, genau. Ist da auch noch was drunter? Ich schmeiß mal eben alles hier raus. Komm her. So, ich schmeiß alles weg hier. Das war ja nicht. Okay. Schreiben wir mal die Infos ab. Okay. Nachrichten nehmen. Moment. Lesen. Hi Dave, ich habe gelesen, dass du mir was Wichtiges mitteilen willst. Sorry, dass ich nicht zu dir gekommen bin. Ich habe dich den ganzen Tag lang gesucht und gedacht, du wärst beim Canyon, um den Studenten aus der Patsche zu helfen. Da lag ich wohl falsch. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich dir eine große Hilfe wäre. Wir sind schließlich Arbeitskollegen. Amigos profesionales. Aber wenn du jemanden brauchst, um einen Bierkasten zu vernichten und in der Vergangenheit zu schwelgen, sag Bescheid. Nur Lebensweisheiten habe ich keine. Du verstehst schon. Bis bald, Ron.
Von wann ist die? 30.07.86. Okay. Okay. Ich nehme die mal. Kann ich nicht. Ach, das hätte ich jetzt gerade machen müssen, oder was? Sehr super. Toll. Das ist eine Schildkröte. Ja, die möchte ich melden. Whoa, I found a turtle. Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Well, isn't that something? It's actually pretty cute. Well, Henry, if you decide you want it to keep you company, nobody will mind. Now, what do I call it? Looks like a, Turt Reynolds. Turt Reynolds. Well, now I can't wait to see him. The mustache is impressive. You tell him I love Cannonball Run. Okay, kann ich noch was antworten? Nein? Schade. Oh, hallo. Süß. Jetzt habe ich eine Schildkröte, oder wie? Ja, natürlich nehme ich die mit. Hallo? Komm, kleine Schildkröte. Süß. Ich weiß noch nicht, was mir das bringt, aber sehr süß. So, was haben wir hier? Blümchen. Zweidimensionale Blümchen. Tja, meine Freunde, wisst ihr Bescheid, was hier nicht alles wächst. Ja, jetzt muss ich erstmal da hochkommen, ne? Jetzt bin ich ganz falsch gelaufen. So, dann gehen wir mal wieder hier runter, glaube ich. Kann man hier irgendwo hoch? Ne, hier laufen wir nur rum, oder? Ja. Okay, also gehen wir hier lang. Um jetzt hier lang zu gehen. Dann gucken wir mal, ob wir da vorne hochkommen. Das müsste doch eigentlich klappen. La 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 la. So voll das Wanderlustspiel hier. So, einmal hier lang. Nicht da hoch. Hochklettern. Da sind ja schon wieder Bierdosen. Ach, Mann, ey. Kinders. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. So, ich nehme alles mit. Ja, was wollten die hier oben? Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Mhm. Touché, da hast du recht. Also mehr kann ich gar nicht antworten, okay. So, da gehen die Strommasten weiter, okay. Ist hier am Rand was? Nö. Nö, nicht so wirklich. Okay, dann gehe ich mal da hoch. Lalalala. Ach, noch mehr Bierdosen. Ja, super. Und aufräumen. Ich räume alles auf. Was? Oh. Super. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Hmm. Let's hear it. Mm-hmm. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Ja, es kann nicht schwierig. They're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something.
I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Da liegt aber auch noch was. Naja, nee. Ich will ja hier richtig aufräumen. Wir gehen mal hier richtig lang. Ist hier irgendwas, was ich ja noch machen kann? Na gut, also erschrecken wir gleich Teenager zu Tode. Das kann ja heiter werden. So, mitnehmen. Ja. Da ist noch mehr. Das ist aber auch wirklich sehr unverantwortlich. Also ich mag sowas auch nicht. So, wenn man schon in der Natur rumhockt, dann sollte man auch dafür sorgen, dass sie so bleibt, wie sie ist und sie nicht dreckig machen. Ich finde das auch immer sehr kurz gedacht, wenn Leute sowas machen, weil ich mich dann frage, so, wenn ich nur irgendwo hocke, wo ich es schön finde, warum soll ich es da dreckig machen? Dann kann ich ja irgendwann nicht mehr dahin gehen, weil dann ist ja alles dreckig. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn für mich, finde ich. So, muss ich hier lang? Hallo? Aha, aha, aha. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Aha. Ach so. Ah, okay. Also da komme ich jetzt tatsächlich gar nicht durch. Okay. Ah, das Spiel geht aber schon länger dann, oder? So, lalalalalala. Dann sporten wir mal hier weiter. Das kann ja heiter werden. Okay. Du, 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 du. So, Strom nach unten, jawohl. So, und wo will ich jetzt hin? Weiß man noch nicht so ganz, oder? To Fox Fire Lockout Thoroughfare Jonesy Lake, da waren sie ja gestern. Auch da müsste ich jetzt eigentlich da lang, oder? Das andere ist ja ein Umweg, macht ja keinen Sinn. Ich gehe mal da lang. Ich da mal runter gucken? Nee, kann ja gar nicht so nah ran. Dann ist ja immerhin gut. Was haben wir denn da vorne? Da hängt doch irgendwas, oder? Ich dachte, da lag was. Rucksack an Ast, aha. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Ach, das darf ich? Okay. Brian Goodwins Rucksack. Kann ich nichts zu sagen, okay. Huch. Oh, okay. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this, pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Okay. War das ein Brandwächter? He was a lookout? Yeah, kinda, I guess. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. Okay. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Okay. Okay. You guys keep in touch, you and the Goodwin kid? Nah. They took off pretty unceremoniously. Plus, what's a 40-year-old woman gonna do with a teenage pen pal? Touché. Hmm. Good point. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Ah, okay. Das ist sehr schön. So, Moment, bevor ich mich abseile, Einwegkamera benutzen.
Ah, okay, die sind aber auch tatsächlich limitiert. Ich mach mal ein Foto davon. So, Kamera wegstecken. Ich möchte die nicht unnötig verbrauchen. So, abseilen, jawohl. Achso, ich muss noch runtergehen. Okay. Okay, weiter abseilen. Ja. Ich mag das Tempo dieses Spiels. Es ist gemütlich. Ich glaube, ich könnte jetzt auch mehr rennen oder sonst was, aber ich mag dieses gemütliche Tempo, was das Spiel mir gerade so ein bisschen, ja, vorgibt, ist ja relativ, ne? Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. So, eins. Aber wisst ihr, was mich gerade ärgert? Ich hätte mir die Nummern aufschreiben sollen, die hier drin waren. Ob die irgendeinen Sinn später ergeben. Weil ich hatte es ja tatsächlich irgendeine Bewandtnis damit oder so. Loser Stein. Ich meine, einfach hier alles untersuchen kann, ne? So, was ist das da? Versteinerte Kralle. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. Maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. So, schreiben wir uns mal eben ab. Okay. Ja, viel Versorgungskram ist da irgendwie mal nicht drin, ne? Jetzt ist die spannende Frage, wohin? Bierdosen oder so habe ich jetzt keine mehr gesehen, ne? Wo sind wir denn jetzt? Warte mal. So, da ist Norden. Okay, gucken wir mal auf die Karte. Wir sind. Der Cutcomwire ist da. Macht es Sinn, wenn ich da hingehe? Sorry about snapping at you earlier. Ach, alles gut. I thought about it and yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. Ich antworte I mal don't das da. mean that the way it sounds. I mean, I care about people and I like companionship as much as the next person. But why does it have to come from the same person for your whole life? My Aunt Kathy was married to the same guy for 4 decades, and when he died, she found out he'd been having an affair with a real estate broker for Super. 15 years. I'm actually Super. married. But you're here. Ja, ich sag das mal. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Jetzt ist ein guter Moment. Ich stehe nämlich hier an einem Zaun. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Was? Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah, it looks like it surrounds a huge area. Huh. That's weird. Ich frage mal. What do you think they're keeping in? What do they not want to have get out of there? Things. Should I just stop you now? Maybe loads of hedgehogs. Okay. Thousands, even full percentage points of the global hedgehog population. The New Zealand government is up in arms. Where are all the hedgehogs? Well, folks are hiding them all in Wyoming. That's where they are. Who would do that and why? Haha. That is the real mystery. Really glad I kept you in the loop. Thanks for all of the high quality information. Okay. I'll ask what's up if I talk to someone in the next few days who I think might know. Da passe ich doch durch.
muss ich doch 100 pro durch. Mist. Ja, nu? Jetzt müssen wir einen Weg suchen. Ich mag die. Die hat eine lustige Art. Ich finde die echt super sympathisch bisher. Ja, das hilft uns aber nicht, die Teenager zu finden. Ich habe da irgendwann noch gesagt, ja, wir schneiden einfach so einen Tag ein Video. Das wären aber ganz schön lange Tage. Hm. Wenn man nicht weiß, was man hier machen soll. Also, nicht falsch verstehen. Das meine ich jetzt gar nicht mal böse. Ich mag das ja so, wie es gerade ist, ne? Aber, jo. Juhu, Taschenlampen-Action. Oh, das sieht aber ein bisschen tot aus hier. Ich laufe gerade sehr ziellos rum. Gibt es hier eigentlich Bären? From this burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. You're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Mhm. Ah, erstmal durchkommen hier. Okay, ich gucke mal, ob ich eine Spur finde. Ach, diese Geräusche machen mich ja so ein bisschen irre. Nicht, dass vielleicht noch doch irgendwo ein Bär auftaucht oder so. Das wäre unschön. Ich sehe mich schon rennen. Nein, aber dieses Spiel sieht einfach auch zu sympathisch aus, dass das jetzt auf einmal in Horror abdriften würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe mal ein bisschen hier hoch, dann sieht man vielleicht ein bisschen besser was. Aber hier ist nichts. Ist das da vorne? Das sieht so komisch aus. Oder ist das nur ein Schatten gerade auf die Entfernung? Ja, ne? Ha. Also in den Bäumen ist auch nichts. Okay. Hauptsache, hier steht mittendrin ein Schild. Alles klar. Hm. Ich guck mich mal um. Hier muss ja irgendwas sein. Also, hoffe ich, dass hier irgendwo was ist. Sind wir da? Nein. Auch nicht. Okay. Gucken wir einfach mal lang. Da. Ich stelle mir das auch gerade vor, dass es bestimmt voll witzig wäre, wenn ich so real life gerade so im Wald wäre. Ich würde die ganze Zeit genauso rumreden, wie ich es jetzt eh tue. Würde mich mit jedem Baum unterhalten und sowas. Würde mich jeder für so einen Irren halten. So, guck mal, so ein Baumkuschler. Der Baumkuschler redet wieder mit den Bäumen. Ja. Ich mag Bäume. Die sind schön. What does she have? Ah. She's got Alzheimer's. Like, dementia. Wow. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. Mm-hmm. What was it like when you guys found out? Ja, ich hätte da Angst. We were scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Oh Mann, das ist aber auch ein fieses Thema, ey. Nur, dass ich es mal eben im Übrigen gesagt habe, ich neige ja sonst dazu, Dialoge auch mal vorzulesen. Aber ich setze mich mal eben kurz noch ein bisschen anders hin. Moment. Ein Date im Wehen. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser. A charge. I really don't, but I do now. Okay. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Okay, cool. Hey, Flapjack. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful! Shit.